Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video meiner Serie Iman TV Analyse. Und heute geht es um ein Video auf dem Kanal namens Iman TV mit dem Titel Atheismus ist irrational. Überzeuge uns vom Gegenteil Nummer 02. Gut, ich werde es mal so in 5 Teile aufteilen. Also erstmal mir den Titel angucken, dann was die meinen mit diesem Ismus. Dann ein paar Fakten in Form von Definitionen bringen, mir dann angucken, was für Logical Fallacies hier gebracht werden und dann gehe ich ein bisschen auf die Diskussion ein. Na, am Titel sehen wir das allseits bekannte Format, in dem einfach etwas behauptet wird, ins Blaue hinein, ohne Beleg oder Argument, welches die Behauptung stützen könnte. Stattdessen haben wir eine intellektuelle Bankrotterklärung, in dem einfach die Beweislast umgekehrt wird und der Beschuldigte so lange schuldig ist, bis die Unschuld bewiesen wird. Das zeigt mir zumindest, dass der Islam so schwach ist, dass da keinerlei Argumente existieren, die den Islam als rational darstellen würden und deshalb andere runtergeputzt werden müssen in dem Irrglauben, dass dadurch der Islam besser dasteht. Dann wird behauptet, dass ja nicht die Menschen, also die Atheisten selber, angegriffen werden, sondern nur der Atheismus. Und dann wird auf die Atheisten eingedroschen. Mit Ausdrücken wie unehrlich, bedecken, leugnen die Wahrheit, irrational, ohne Hand und Fuß. Aber man kann mit ihnen Spaß haben. Aus atheistischer Sicht sind wir lediglich das Ergebnis eines physikalischen, irrationalen Prozesses. Sind Sie meiner Meinung nach unehrlich zu sich selber? Also Sie betrügen sich selbst. Ist derjenige, der die Wahrheit, die Tatsachen verleugnet? Weil ich schon gesagt habe, dass Sie meistens unehrlich sind, mit dem man auch Spaß haben kann. So arrogant, eingebildet und überheblich sind die Iman-TV-Leute. Ich habe ja Besserung gelobt und wollte eigentlich weniger persönlich und mehr sachlich argumentieren. Nur der Titel alleine ist ja schon eine Zumutung. Atheismus irrational, überzeuge uns vom Gegenteil. Was ist denn Atheismus? Wo ist denn dieser Ismus? Was mich hier zutiefst stört, ist die Aussage, dass ich mich als etwas identifizieren soll, was ich nicht bin. Und es gibt ja tausend Sachen, die ich nicht bin. Auch wird mein Leben nicht bestimmt, noch nicht mal ein klitzekleines bisschen beeinflusst durch den Gedanken, dass keine Götter oder Göttinnen existieren. Ich wache nicht auf in Panik. Ach du liebes Bisschen, was mache ich denn bloß? Wie komme ich denn jetzt ins Bad, wenn mir kein Gott sagt, wie ich da reinkomme? Und so, genau so albern ist es doch. Nicht an Götter zu glauben, ist also keinesfalls eine Weltanschauung. Genauso verhält es sich mit meinem Dasein als A-Vegetarier oder A-Rassist. Ich pflege demzufolge auch keinen A-Vegetarismus oder A-Rassismus. Das ist ja albern. Deshalb finde ich den Ausdruck Atheist selber auch überholt und hinterwälterisch. Aus dem späten Mittelalter als pejorative Beschreibung eines gottlosen Menschen. Damals aus einer Zeit, in der man einfach die Götter akzeptierte, wie auch Astrologie akzeptiert wurde. Und letztere ist heute nur noch auf Seite 5 zu finden, während der Gottesglaube hartnäckig in den Köpfen einiger Menschen festsetzt, die wahrscheinlich Geborgenheit und Hoffnung darin sehen, die ich so nicht brauche. So, das war jetzt der esoterisch-emotionelle Teil, in dem ich das Wort Atheismus wandle. Jetzt geht's an Fakten und Tatsachen. Und da sehe ich mir zunächst mal die Definitionen an. Rational und das Gegenteil irrational. Ach so, ganz kurz ein Abstecher, weil ich habe das auch gefragt. Rationell ist zweckmäßig und wirtschaftlich, rational Verstand oder Vernunft basiert. Da war ich auch etwas daneben. Das DWDS, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, definiert rational als vom Verstand ausgehend bestimmt. Und die Herkunft ist in der Gegend von vernünftig, vernunftgemäß, mit Vernunft begabt, schließend, folgernd, berechenbar, mit Denken, vernunftgrundbehaftet. Wer rational denkt, nimmt also keine Emotionen, sondern analysiert mit Vernunft die Optionen und basiert dann darauf eine Entscheidung.
Spektrum ist da noch direkter und bestimmt rational als vernunftbestimmtes, logisches, ausschließlich willentlich kontrolliertes, geplantes, überlegtes, planvolles Handeln. Und liefert auch gleich das Gegenstück, also irrationales Handeln, als emotional bestimmtem, durch unbewusste Konflikte determiniertem Handeln. Das ist also ziemlich eindeutig in meinen Augen, wenn ich jetzt diese Beschreibungen sehe und die den jeweiligen Richtungen entweder nicht glauben an Götter und Göttinnen oder glauben an Götter und Göttinnen, dann das als Maßstab anlege. Noch kurz zum Titel. Warum da am Ende des Titels eine 02 prangert, weiß ich nicht, da ich keine 01 finden konnte zu dem Thema. So, in der Beschreibung des Videos finden wir den Hintergrund und die Motivation für meine derzeitige Aktivität. Das heißt, ich reagiere. Wenn Iman TV nichts rausbringen würde, würde ich auch nichts dagegen auszusetzen haben. So aber ist es die Heuchelei und Unehrlichkeit dieser Islamapologeten, die immer so tun, als ob sie an einem Dialog interessiert sind, so wie hier, als interaktiven Austausch, aber rigoros zensieren und oder blockieren, wenn jemand Islamkenner ist und ihre schwachen Behauptungen sofort widerlegen kann. Und ich habe ja zu Genüge jetzt Beispiele gezeigt, in denen ich genau das darstelle. Das muss ich ja nicht jedes Mal machen. Live, und du kannst uns gerne joinen. Du kannst ab sofort, in dem Augenblick, wo ich hier spreche, live Gast in der Sendung sein. Ja, und dann rigoros diejenigen blockieren, die in der Lage wären, die Behauptungen zu widerlegen. Gut, jetzt auf zum Inhalt des Videos. Wird es sich so in drei Teile spaltet, also die Dudelei am Anfang, die Einleitung, in der ein bisschen geweint und sich beschwert wird, und dann eine Diskussion mit jemandem, der sich I doubt that nennt. Ob das ein bewusster Schreibfehler ist oder nicht, das heißt ja, kann ich nicht beurteilen. In der Einleitung wird zwar eine Art Definition von rational angesprochen, nur wird behauptet, dass ein Muslim das Potenzial hat, rational zu denken. Das genau ist aber falsch. Ein Muslim darf nur bis zu einer roten Linie denken. Denn sobald es peinlich oder gefährlich für den Islam wird, muss das Recherchieren oder Denken eingestellt werden. That the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. When you go to academia, they don't have that red line. Genau das ist aber notwendig, wenn ich Wahrheit suche oder Behauptungen des Islam mit der Realität vergleichen will. Was tut ein Atheist mit dem Beweis für Gott, wenn er keine Grundlage dafür hat, diesen Beweis rational aufzunehmen? Und hier wird die Basis des rationellen Denkens eines Menschen ohne Gottesglauben einfach negiert. Und wie geht das? Nun, man baut einfach einen Strom an und stellt Behauptungen auf, die ich in meiner Definition als Atheist nie machen kann und nie machen werde. Und hier zeigt sich die intellektuelle Unfähigkeit, den Menschen als Ganzes zu erfassen und das nicht von etwas überzeugt sein, also nicht glauben, als nur eine Facette von vielen zu verstehen. Da der Gottesglaube im Islam den Menschen völlig definiert und als vollkommene Weltanschauung und alleinige Daseinsberechtigung angesehen wird, ist es für einen Moslem eigentlich unmöglich, einen Menschen zu verstehen, der das nicht hat. Die Sichtweise und das Denkvermögen sind einfach zu sehr eingeschränkt, sodass der Nichtglaube dann als eine Art Glaube der anderen Art einfach eingestuft wird, was es ja letztendlich nicht ist. Aus atheistischer Sicht sind wir lediglich das Ergebnis eines physikalischen, irrationalen Prozesses. Da der Islam behauptet, ein allmächtiger Gott habe das Universum mit allem Inhalt aus dem Nichts mit Intelligenz und geordnet herbeigezaubert, wird der Nicht-Islam zum Gegenteil deklariert, was ja grundlegend falsch ist. Mehr noch, als Menschen, die einfach einen Gott voraussetzen als Grundlage allen Daseins, wird denjenigen, die keine Götter brauchen, jegliche vernünftige Denkweise abgesprochen. Das ist halt alles sehr simpel und einfach gestrickt. Nochmal zum Mitschreiben, obwohl ich es denen schon so oft erklärt habe, es gibt einfach keine atheistische Sichtweise. Genau wie es keine avegetarische Sichtweise auf den Ursprung des Universums gibt.
Ich weiß nicht, ob ich das noch weiter erklären muss. Ich probiere es mal mit einer Analogie. Wenn ich einen frage, auf welcher Flughöhe wir uns befinden, und die Antwort lautet 31.000 Fuß, dann hat hier nicht der Vegetarier geantwortet, sondern der Pilot, der auch Vegetarier ist. Pilot und Vegetarier sind in einem Menschen einzelne Facetten des ganzen Menschen. Und wenn jemand gefragt wird, wie alt das Universum ist, dann antwortet nicht der Atheist und nicht der Pilot und auch nicht der Vegetarier oder meinetwegen auch der Theist, sondern der Kosmologe. Atheisten möchten stets Beweise für die Existenz Gottes. Nein, so ist das nicht. Es gibt keinen guten Grund zu glauben, dass Götter existieren. Also lasse ich es. Anfangen sollte es mit einer Definition, was eigentlich ein Gott ist. Ich weiß es nicht. Was ich dann brauche, ist einen guten Grund zu glauben, dass es so etwas gibt. Das kann Logik oder sonst etwas sein, wie mir das beschrieben wird. Auch richtige Beweise wären nicht schlecht, so empirische zum Beispiel. Und das wäre dann die einfachste Art und Weise, die Existenz von Göttern zu demonstrieren, indem man sie einfach darstellt, was immer das dann auch sein mag. Aber ich schreibe da nichts vor, also ich mache da keine Vorhaltung, sondern gebe mich mit dem zufrieden, was mir da gezeigt wird. Was ich absurd finde, ist, dass mir die Fähigkeit abgesprochen wird, einen Beweis intellektuell abzuarbeiten, bevor einer erbracht wird. Das ist schon bemerkenswert. Naja, jetzt kommt sehr viel noch Singsang und nicht viel mehr. Und die Alternative dazu ist der islamische Theismus, weil wir sagen, dass Gott das sogenannte Überrationale ist und die Rationalität in Menschen erschaffen hat. Was bitteschön ist das Überrationale? Der andere Apologet behauptet, der Vorredner hätte keine Atheisten angegriffen. Klar, mir jegliches rationale Denkvermögen abzuerkennen, ist als Kompliment gedacht. Ja, ich verstehe es schon. Aber vieles auch auf Unehrlichkeit. Sie wollen nicht wahrhaben, dass Gott existiert. Kinders, was macht ihr da? Nein, ich bin nicht unehrlich zu mir selber und betrüge mich auch nicht selber. Das heißt, derjenige, der die Wahrheit, die Tatsachen verleugnet das oder bedeckt. Es ist schlimm. Also ich werde jetzt auch noch beschuldigt, die Wahrheit aktiv zu ver- oder bedecken. Warum? Weil ich Fragen stelle und mein Gehirn benutze? Was mir eigentlich ja hier abgesprochen wird, ist auch ein Widerspruch. Wie kann ich denn sachlich bleiben? Ich werde hier beleidigt und auf die Stufe eines blubbernden Idioten gestellt, der nicht klar sehen kann, was Sache ist. Nur der Muslim, der an fliegende Esel glaubt und sprechende Ameisen, der kann klar denken. Mann, das darf doch nicht wahr sein, ehrlich. Er sagt sogar, vermutlich ein freudscher Versprecher, dass ein schlechtes Argument, was keinen Sinn ergibt, mit super, klasse Argument quittiert werden soll. Und dass er dann ein Argument produziert, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann denke ich mir, wieso? Wieso sagst du nicht einfach, stimmt, in dem Punkt hast du recht. Und das genau ist dann auch irgendwie so die Erwartungshaltung. Sobald ich etwas Rationales und Durchdachtes vorbringe, klappen die Augen hoch und es kommt nur, Allah weiß es besser. Na gut, jetzt kommt der Gast, I doubt that, und der drückt die Islam-Apologeten ganz schön gegen die Wand. Und die merken es noch nicht mal, weil er sehr höflich ist, er zuhört und brav den Mund hält, wenn ihn jemand unterbricht. Interessanterweise wird die Definition des Theisten und Atheisten angesprochen und hinterfragt, aber darauf wird nicht eingegangen. Und okay, ich habe jetzt hier mehr Erfahrung und würde hier sofort eingreifen und auf einer klaren Definition bestehen, weil hier, genau hier der Grundstein gelegt wird für die spätere Weichspülerei, die wir erleben. Nein, es gibt nicht mehrere Definitionen, sondern nur unterschiedliche Menschen, die neben des Nichtglaubens an Götter auch noch andere Ansichten haben können, wie ich ja mit dem Beispiel vom Piloten, der auch Vegetarier ist, gezeigt habe. Allen Theisten ist gemein, dass sie wenigstens einen Gott oder eine Göttin haben, an die sie glauben, dass die existieren. Welche und wie viele ist dann individuell verschieden, meist regional, wie Sprachen ja auch. Und genauso verhält es sich bei Atheisten, also den Gegenteil, den Atheisten, also dem Gegenteil von den Theisten. Und die haben alle eins gemeinsam. Sie glauben nicht, dass es Götter gibt. Und ich bin dann auch noch zusätzlich Anti-Theist.
und auch doch teilweise Apathie ist und andere Sachen. Aber ich hätte gerne einen Gott so als Supra-Gerechtigkeitsbringer. Also ist da jeder anders. Nur haben die meisten Menschen eben keinen guten Grund, an die Existenz von Göttern allgemein zu glauben. Dazu kommt, dass jemand wie ich vor 20 Jahren ganz anders geredet hat, weil mich Götter in keinster Weise interessiert haben. Und ich nicht die Tricks der Apologeten kannte. Die wären mit mir Schlitten gefahren. Und ich wäre dann als Ungläubiger hingestellt worden, der noch nicht einmal weiß, warum er nicht glaubt. Weil ich naiv war, weil es mich nicht interessiert hat. Definitiv können wir Gott beweisen. Naja, warum macht er es denn dann nicht? Wenn dem so wäre, würden alle Atheisten sofort auf einen Schlag verschwinden. Stattdessen wiederholt er die Behauptung, Atheisten würden Behauptungen über unsere Entstehung machen, was definitiv nicht stimmt. Können ich und Ennis bestimmt Argumente bringen, die nicht nur vernünftig sind, sondern auch eine Erklärungskraft haben. Er benutzt ein mir relativ unbekanntes Wort, Erklärungskraft. Das kenne ich sonst nur aus dem Wirtschaftslexikon. Oder bei Statistiken wird das schon mal eingesetzt. Er denkt wohl, eine falsche Erklärung ist besser als gar keine. Und bei mir ist es umgekehrt. Ich kenne das jetzt aus Asien, dieses Phänomen, dass eine falsche Antwort besser ist als keine. Man soll also die zweite rechts gehen, was zwar völlig falsch ist. Aber man hat ja eine Antwort bekommen, besser als keine Antwort. Und so scheint das auch hier zu sein, dass eine falsche Antwort besser ist als gar keine. Nur, mir ist jetzt keine Aussage im Koran bekannt, die bestätigt werden kann. Aber es gibt eine Erklärung, auch wenn diese leider falsch ist. Und ich als Wissenschaftler bin da wesentlich vorsichtiger. Ich gebe lieber zu, dass mir das Wissen zu einem Thema fehlt und ich keine gültige Antwort liefern kann, als etwas Falsches zu behaupten. Genau das wird aber im Islam als Schwäche gedeutet, obwohl es eigentlich genau das Gegenteil ist. Ich lasse jetzt mal ein paar Sachen aus, weil sie einfach zu banal, zu traurig und zu beschämend sind. So sollte sich doch ein Mensch im 21. Jahrhundert nicht darstellen. Aber die Diskussion ist insofern interessant, weil man die Taktik hier ganz klar erkennt. Und I doubt that da nicht in die Falle tappt, in die ich vor 20 Jahren ohne Zweifel getappt wäre. Stattdessen werden ihm Worte in den Mund gelegt und Aussagen verdreht. Aber Respekt, er schlägt sich gekonnt und bleibt dabei auch noch sehr freundlich. Er lässt nur leider sehr leicht sich in eine falsche Richtung leiten und von prekären Situationen dann weglenken. Er hakt dann nicht ein, wenn ja, was häufig vorkommt, die Apologeten sich widersprechen, manchmal innerhalb von Sekunden. Aber die Fragen sind klasse, nur würde ich dann weiter Fragen stellen und nicht aufhören auf halber Strecke. Leider redet der Moderator immer wieder rein, so dass nach einer besonders, ja, es ist eine kindische Vorstellung, der Apologet sich wegwirft. I doubt that aber nicht antworten kann, weil der Moderator einfach dazwischen grätscht. Was mir sehr gefallen hat, ist die Reaktion von I doubt that, der innerhalb von Sekunden einen weiteren Moslem, der reingeholt wird, mit einer sehr banalen und unverschämten Fragestellung, die einfach abwatscht. Super gemacht. Und der Moderator greift jetzt selber ein, was ein Moderator ja eigentlich nicht sollte. Und er blamiert sich sofort, weil I doubt that kontert gekonnt und bringt sofort ein Argument vor, was für ein betretenes Schweigen sorgt. Er zeigt, dass alle Eigenschaften des Gottes im Islam einfach von Menschen abgeleitet und projiziert werden. Und dann mit dem Präfix all versehen werden. Also Wissen wird zu allwissend und so weiter. Also die Entstehung des anthropomorphen Gottes, einer Gottesgestalt, die vom Menschen abgeleitet ist. Und es gibt ja sowohl im Sahih Bukhari als auch im Sahih Muslim entsprechende Aussagen, zum Beispiel, dass Adam im Antlitz des Schöpfer oder Gottes erschaffen wurde und demnach Allah ca. 30 Meter groß ist. Einer der Apologeten versucht jetzt aus dem Defizit, auf ziemlich lahme und mit einem extrem schwachen Ansatz daraus ein Feature zu machen und sogar einen Beweis für die Existenz Gottes, obwohl es genau das Gegenteil ist. Er versteht nicht, was da gerade passiert ist, dass sein Gott ad absurdum geführt wurde. Daher kommt jetzt erstmal ein Themenwechsel und dementsprechend sinkt das Niveau jetzt auch noch ziemlich ab. Und in ihrer, ich muss es leider so sagen, in ihrer Ohnmacht und Verzweiflung
werden jetzt wirklich schlechte Behauptungen aufgetragen. Als Beispiel das wirklich Sinnlose, woher weißt du, wer deine Mutter oder wer dein Vater oder was immer ist. Nur um in die Richtung zu gehen, auch Atheisten vertrauen auf Aussagen von Menschen. Weil sie ja Atheisten als Theisten sehen, die nur etwas anderes glauben. Das zeigt sich hier in dieser Diskussion wieder ganz deutlich, dass sie nicht in der Lage sind, Atheisten auch nur im geringsten zu verstehen. Ich als Atheist habe die Möglichkeit, Aussagen zu überprüfen. Der Apologet nicht. Ich als Atheist habe die Möglichkeit, alle Ideen im Islam zu überprüfen. Der Islam-Apologet nicht. Ob ich das jetzt mache oder nicht, ist völlig irrelevant. Ich kann es. Genauso kann ich überprüfen, wer mein Vater oder meine Mutter ist. Ich habe zig Quellen. Er hat für alles nur eine einzige. Eine einzige Person, ein einfacher Mensch, ist die einzige Quelle, der einzige Bezug zu dem, worauf er sein gesamtes Leben und Nachleben und Hinterleben oder was immer basiert. Was in einem Buch festgehalten wird, von dem es kein Original gibt, was kaum etwas Sinnvolles enthält, was voller Fehler, Unzulänglichkeiten und Widersprüchen steckt. Alles, was hier passiert, ist, den Lieblingsgott voraussetzen und dann einfach sinnfreie Behauptungen aufzustellen. Mehr ist da nichts. Wir sind aus nichts gekommen und das ist nicht rational zu glauben, dass aus nichts etwas kommen kann. Ein Gott, der alles aus dem Nichts erschaffen hat. Und dann kommt ein weiterer Muslim, der genau das dem Atheisten vorwirft und ihm sagt, es ist nicht rationell, das zu denken. Und alle nicken, obwohl der eine Apologet genau das vor wenigen Minuten behauptet hat und wenige Minuten später nochmal macht, um sich dann kurz darauf wieder zu widersprechen. Es ist schon eine einzige Blamage. Naja gut, Aidatep macht einen super Job und bleibt einfach nur bei dem, was wir als Menschheit wissen. Und alles Weitere wird sich zeigen. Die Apologeten hingegen schmeißen mit Behauptungen und so Absolutbehauptungen um sich und hören irgendwann gar nicht mehr zu, weil sie es nicht verarbeiten können. Und jetzt nach einer Stunde breche ich ab, weil nichts Bemerkenswertes mehr geschieht. Die Islam-Apologeten werfen weiter mit Behauptungen um sich. Aidatep erfasst, bearbeitet, beantwortet dies und zeigt gleichzeitig, wie wenig überzeugend das ist. Und ich bin jetzt wieder enttäuscht, weil einfach zu wenige Argumente, also richtige Argumente formuliert wurden und nicht nur recht einfache Behauptungen aufgestellt wurden. Nichts, was eine echte Herausforderung wäre. Ich hab wieder mal viel zu emotional reagiert, weil einfach keine Fakten da sind. Ich hoffe, es gibt Muslime, die sich mehr mit der Materie Islam beschäftigen und lernen, etwas mehr Denken in die Apologetik zu investieren und nicht nur primitive Behauptungen zu wiederholen, die längst widerlegt sind. Also ich behaupte, ich wäre ein wesentlich überzeugenderer Islam-Apologet. Ich weiß, dass der Islam denkbar schwach ist, keine überzeugenden Argumente bringt und Islamogeben daher unheimlichen Schiss vor Atheisten haben, die solch alberne Behauptungen mit links platt machen. Aber probiert doch einfach mal selber euch Gedanken zu machen. Also ich könnte da mehr rausholen, obwohl es schwach ist. Alles in allem ein wenig überzeugendes Video. Warum das eigene Versagen auch noch der Öffentlichkeit gezeigt wird, scheint daran zu liegen, dass das eigene Versagen nicht als solches erkannt wird. Durch den, vermutlich, den Islamvirus und den Dunning-Kruger-Effekt. Ich habe also immer noch keinen guten Grund zu glauben, dass Götter und Göttinnen existieren, also lasse ich es. Und wenn ich mir die Definition von rational ansehe, trifft das Gesagte eher auf einen Atheisten zu als einen Muslim-Apologeten. Mit gutem Grund. Ciao for now.